liebe Sechsklässler. Ich erkläre euch heute nochmal, wie die App von Quizlet geht. Ihr kennt es ja schon, Quizlet, ihr macht die App auf, dann geht ihr in eure Gruppe rein und dann seht ihr hier die ganzen Lernsets, die schon sortiert sind. Also Highlight 6, das ist unser Buch und dann steht immer die Unit dahinter. Hier ist es Unit 1 und Theme 1 zum Beispiel. Du siehst auch genau, wie viele Begriffe, das sind hier 11 Begriffe, wie viele Wörter dort zum Lernen drin sind. Jetzt drücken wir mal drauf. Jetzt siehst du hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Vokabeln zu lernen. Man kann sie lernen, man kann sie über Karteikarten lernen, Antworten schreiben, zuordnen und am Ende kann man einen Test machen. Hier unten kann man schon mal reinschauen, wie die Vokabeln, welche Vokabeln da drin sind und man kann sie sich sogar anhören. Nice to be together again. Schön, wieder zusammen zu sein. Auf Deutsch und auf Englisch. Wenn ich die Vokabeln noch gar nicht kenne, klicke ich mal auf Lernen. Dort hast du das Wort und 4 Antwortmöglichkeiten. Also to read, I read, M heißt lesen, strict heißt strikt. Man bekommt immer gleich ein Feedback dazu, ob es richtig oder ob es falsch ist. Zum Beispiel give me 5, wenn ich sage, ah, das heißt leicht einfach, wird mir gleich gesagt, oh, das war falsch, das muss ich nochmal lernen. Genau. Also wir können es mal bis zum Ende machen. Alone, alleine. Guys bedeutet Leute. At lunchtime. Hier oben sieht man, wie viel man richtig hat. 5 von 6 habe ich schon richtig beantwortet. Yeah heißt ja. Give me 5. Jetzt kommt es nochmal, weil ich das vorhin falsch beantwortet habe. Gib mir 5. Und dann wird mir gleich gesagt, oh, wie viele habe ich denn richtig? Und genau, und ich werde auch sogar gleich gelobt. So, dann gibt es Karteikarten lernen. Hier siehst du deine Karteikarte auf Englisch. Du kannst es dir anhören. Nice to be together again. Und wenn du da einfach draufklickst, kannst du die deutsche Bedeutung lesen. Und wenn du sagst, ah ja, was war das jetzt nochmal, kannst du immer draufklicken. Und wenn du sagst, ah, ich weiß jetzt diese Vokabel, dann schiebst du sie einfach zur Seite. Also, give me 5, das höre ich mir mal an. Give me 5. Give me 5, das heißt, gib mir 5. Ah ja, richtig. Dann sage ich, okay, schiebe ich zur Seite. Dann gibt es noch Antworten. Ja. Bei Antworten wird mir das erstmal vorgelesen und dann muss ich es hier eingeben. Wenn ich die Vokabel zum Beispiel nicht weiß, was bedeutet denn ja? Ja. Wird es mir einfach nochmal oben gezeigt. Und dann kann ich es hier eingeben, damit ich mir dieses Wort merke. Schön, wieder zusammen zu sein. Oh, wenn ich es auch nicht weiß. Und dann darfst du es nochmal eingeben, damit du es dir einprägst. Schauen wir mal. Wenn ich es zum Beispiel so schreibe, erkennt es auch an, wenn ich irgendwie mal was groß oder klein geschrieben habe. Dann gibt es noch, wenn man mal Lust hat, ein Spiel zu spielen mit den Vokabeln, sieht man immer, muss man die beiden, die zusammengehören, finden. Zum Beispiel bei Fabrik, Factory. Dann give me 5, gib mir 5. At lunchtime, zur Mittagszeit. Leute, guys. To read, lesen. Und man sieht hier sogar am Ende, wie schnell man war und alle, die in der Klasse sind, wie schnell die waren. Und dann kann man es nochmal spielen. Und am Ende gibt es noch einen Test. Dort kann man selber einstellen, wie es sein soll. Und das ist genauso, dass man es einfach nochmal schreibt. Zum Beispiel alleine. Genau. Also, ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden mit der Quizlet-App. Falls nicht, melde dich einfach nochmal bei deiner Klassleiterin und ich wünsche dir viel Spaß beim Vokabelnlernen. Tschüss, 6. Klasse!
Yeah.